Schweinsachs. Was kennst du? Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem erneuten Lifestyle-Nico. Video. Ich hoffe, es geht euch mal wieder super. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ihr habt die Ansage von mir, Nico Lifestyle, geschaut, dann schaut euch auch gerne an das Video, warum das Video wieder offline ist. Dem hat sich Nico nicht mehr mir gemeldet. Also der letzte Stand war, dass er das Ganze zeigen möchte, wie er das essen wird. Mal gucken. Bin gespannt, ob er bei dem Wort bleibt und ob da irgendwann noch was zustande kommt oder nicht. Auf jeden Fall hat Nico Lifestyle ein Video mal gemacht. Das ist schon eine Weile her. Das wollte ich mir nochmal angucken. Da hat er einen Tag lang so gegessen wie ich. Das war so eine Kooperation, die Nico und ich mal hatten. Da habe ich gegessen wie er und er gegessen wie ich. Und dieses Video, das habe ich mir zuletzt vor 2 Jahren gegönnt. Und das werden wir uns jetzt mal reinziehen. Wird Nico Lifestyle gegessen wie ich? Was hat er gegessen und wie ist das Video gelaufen? Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich einen Tag lang essen wie The Franklin. Für die Leute, die sich jetzt fragen, hey Nico, wer ist das eigentlich? Das ist der Typ, der einen Tag lang wie ich gegessen habe und wo ich auch drauf reagiert habe im letzten Video. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es jetzt gerne abchecken. Daraufhin habe ich mir gedacht, ich esse heute einfach einen Tag lang wie er. Ich war auf seinem Kanal unterwegs und da waren einige Videos dabei, wo er gezeigt hat, wie er sich ernährt. Und ich habe mir anhand der Videos einzelne Mahlzeiten rausgesucht, die ich mir heute verteilt über den Tag gönnen werde und nachkochen werde. Ich wünsche viel Spaß dabei. Jetzt gehen wir erstmal zusammen einkaufen. Leute, das ist so ein schönes Gefühl, das Motorrad wieder zu haben. Es ist einfach nur schön, wenn ich diese Garage hier aufmache und mein Baby hier sehe. Ah, du bist so schön. Das Motorrad wird geputzt. Danke, Papa, dass du das für mich gemacht hast. Glaubt ihr eigentlich, dass Nico Lifestyle irgendwann mal einen Autoführerschein machen wird oder dass er sein Leben lang Motorrad fährt? Das hat er von sich aus gemacht. Gönnt euch das Wetter. Also das macht einen richtigen Strich durch die Rechnung, würde ich mal sagen. Es regnet nämlich. So, meine Reise beginnt hier bei Edeka. Leider habe ich nicht alles hier bekommen. Jetzt geht's weiter zum nächsten Laden. Mal gucken, ob ich hier das alkoholfreie Weizenbier finde. Ich hoffe mal. Jetzt fehlt noch der Döner und dann habe ich alles. So Leute, ich bin jetzt auch endlich wieder zu Hause. Das Wetter ist einfach nicht schön, es ist nur am Regen. Frisur einfach vom ganz anderen Level. Und da ist das Motorradfahren einfach nicht schön. Und jetzt gibt es meinen The Franklin Einkauf vom 4. April. Wir haben heute Donnerstag. Normalerweise drehe ich die Videos immer freitags. Aber morgen habe ich Geburtstag, deswegen muss ich heute das Video drehen, damit ich morgen frei habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe richtig Hunger. Ich bin unterzuckert so. Ich stelle euch das Ganze jetzt kurz vor und danach gönne ich mir direkt den Döner. So, beginnen wir mit der ersten Mahlzeit, die ich mir rausgesucht habe. Das ist eine süße Variante. Kaiserschmarrn oder so. Habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Dafür brauchen wir einmal Dinkel-Vollkornmehl. Da brauchen wir noch für etwas Milch, Vanillezucker. Das wäre dann für den Kaiserschmarrn. Bei uns früher in der Cafeteria, in der Schule, konnte man zwischen 3 Mahlzeiten wählen. Und da war mega oft dieses Kaiserschmarrn irgendwie. Das wollte ich einfach nie. Dieses Kaiserschmarrn, man kennt es. Weil es irgendwie immer eklig aussah. Ja, aber ich bin gespannt, Mann. In der süßen Variante, gibt es eigentlich nur in süß oder gibt es auch in herzhaft? Digga, wie kann man Kaiserschmarrn nicht kennen? Kaiserschmarrn gibt es nur in süß. Und ist in meinen Augen eines der geilsten Essen, süßen Essen, die es weltweit gibt. Dann geht's weiter mit der nächsten Mahlzeit, die ich mir rausgesucht habe. Da brauchen wir einmal hier Tortellinis. Der Gute, der war auch bei Edeka einkaufen. Deswegen war ich auch bei Edeka einkaufen. Und das Zeug bei Edeka ist echt teuer. Dann brauchen wir noch eine Tomatensoße. Beziehungsweise ich habe jetzt hier eine Bolognese-Soße rausgesucht. Das Ganze ist aber ohne Fleisch. Das war mir wichtig, denn in so einem Glas Fleisch, das kann einfach nicht gut sein. Vor allem, ich hole Tortellini fürs Video. Guck mal, was meine Mutter gemacht hat heute. Einfach dasselbe. Juckt ihr nicht. Der Julian, der liebt auch Parmesan. Da kommt dann nochmal etwas Parmesan. Der Julian, der liebt auch Parmesan. Ne? Jetzt würde ich immer so nichts anderes essen als Parmesan. Er liebt Parmesan. Parmesan drüber zum Verfeinern. Ich liebe auch Parmesan. Parmesan ist einfach der Schild. Ich habe mich jetzt hier für so eine geriebene Variante entschieden. Und dazu kommt noch etwas Brokkoli. Den habe ich noch daheim gehabt. Kennt ihr das, wenn ihr einen Tag vor eurem Geburtstag seid und so ein bisschen aufgeregt seid? Natürlich werde ich jetzt 20, darauf kann man sich eher nicht freuen, weil man wird nur noch älter. Irgendwann 30, 40, dann ist man ein alter Sack. Das ist nicht schön so. No hate natürlich. Aber trotzdem habe ich noch so ein bisschen Aufregung, so innerliche Unruhe, wisst ihr? Weil morgen geht es zum Chinesen. Ich kriege Geschenke, Digga. Ich freue mich. Und dann habe ich gesehen, du isst gerne Pizza. Du isst gerne Pizza, ja. Einmal in dieser Challenge gegessen. Pizza Tonno, aber esse ich tatsächlich sehr gerne. Pizza Tonno, geile, geile Pizza, schmeckt immer sehr gut. Du hast mir auch geschrieben, Thunfischpizza ist einer deiner Lieblingspizzen. Oder Pizza, sagt man das so? Keine Ahnung. Pizza, ja, da habe ich mich jetzt für eine Tiefkühlvariante entschieden. Ich habe ja den Döner schon frisch geholt. Hätte ich eine Pizza auch noch frisch geholt,
wäre das hier auf Krampf gewesen. Hätte ich gar nicht transportieren können. Es gibt sowas, Nico, das nennt sich Lieferservice. Da kann man anrufen. Also das ist, kannst du so vielleicht in deiner Map noch freischalten. Und es gibt noch was, das nennt sich Restaurant zum Abholen. Motorrad. Aber ich habe die gut in Erinnerung. Die schmeckt wirklich gut, Mann. Er hat mir geschrieben, er hat alkoholfreies Weizenbier. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich hasse Bier, ich hasse Alkohol. Also ich mag das einfach nicht. Aber er hat gesagt, das ist einer seiner Lieblingsgetränke. Deswegen will ich das Ganze auch mal probieren. Probieren, so. Digga, was laber ich denn schon wieder? Ich bin unterzuckert, ich habe richtig kranken Hunger, Mann. Dafür bin ich durch ganz Bochum gefahren, ich bin ehrlich. Es gab einfach nirgendwo alkoholfreies Bier. Juckt ihn nicht. Und jetzt... Digga, alkoholfreies Bier ist bei uns gefühlt überall in der Ecke, aber ich wohne halt auch in München, ne? Weiter mit einem Nachtisch hier, mit einem Ben & Jerry Peanut Butter Cup. Das ist einer seiner Lieblings-Eissorten, weil er feiert Peanut Butter. Ich feiere auch Peanut Butter, also Ben & Jerry an sich ist gut, aber ist einfach viel zu teuer, Junge. Das kostet einfach 6 Euro. Aber fürs Video mache ich das halt gerne. Und weiter geht's mit der letzten Mahlzeit, mit einem Falafeldöner. Der Julian, der isst nicht gerne Fleisch. Woran das liegt, weiß ich nicht, aber aus dem Grund musste ich mir jetzt einen Falafeldöner holen. Denn er hat mir auch geschrieben, das feiert er viel mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich habe damals auch sehr oft Falafeldöners gegessen. Schmeckt an sich gar nicht schlecht, wenn die frisch sind, aber wenn die so kalt werden und matschig, dann ist es einfach nur widerlich. Ihr könnt mir ja jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euren Döner esst, also welches Fleisch ihr esst, ob ihr auch Falafeldöner esst oder lieber Dürüm oder dieses andere Teil da, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich feiere Dürüm, ist mein meine Lieblingsdönerart, sag ich mal so. Bei mir normaler Döner. Dürüm, manchmal muss man aber irgendwie fühlen, weiß ich nicht wieso. Eher normaler Döner, richtig schön voll, so schön fancy, fand es geil. Leute, dieses Titelbild ist sowas von riskant, das Teil kippt schon. Ach du heilige Scheiße, Digga. Schau ich das mal an, hier Bolognese unten drunter, oben Erdinger Weißbier. Ja, auch gut, dass er Erdinger Weißbier genommen hat und kein anderes Erdinger Weißbier, alkoholfrei. Habe ich damals tatsächlich ab und zu getrunken. Mittlerweile, muss ich sagen, sieht meine Ernährung deutlich anders aus, aber alkoholfreies Weißbier hatte ich gestern Abend auch. Oh, ist gut geworden, Mann. So, beginnen wir mit der ersten Mahlzeit, mit dem Falafeldöner. Wir haben jetzt 20.15 Uhr oder 14. Leute, das ist gar kein Problem. Ja, ist schon relativ... Schau mal, damals, Digga, hat Nico Lifestyle, das kann doch eigentlich verfickt nochmal nicht sein, Nico Lifestyle hat damals Videos gemacht, wo er einen Tag lang wie YouTuber gegessen hat oder wie irgendwelche Personen XY, hat ständig so die Uhrzeit reingezeigt. Nico Lifestyle heute dreht eine 10.000 Kalorien-Challenge. Uhrzeit zeigen, nicht mit Nico. Ich habe es nicht früher hinbekommen, das Video früher anzufangen, aber wir werden dann wieder bis in die Nacht hinein essen. Man kennt ihn. Falls mir das Ganze nicht schmeckt, habe ich noch etwas Fondor dabei und ein Saskia-Wasser. Wir machen hier eine kleine Challenge raus, Leute. Nicht jetzt auf Zeit essen, sondern wir machen jetzt eine Biss-Challenge daraus. Wie viele Bisse brauche ich für dieses Gerät hier? So, wollen wir mal testen, ne? Er macht halt über jeden Scheiß dieses Fondor drüber. Bruder, wenn ich einen Tag lang esse mit YouTuber, dann mache ich keinen Fondor drüber. Ich esse kein Fondor. Also isst du auch kein Fondor? Viel besser. Direkt viel besser. Das ist einfach nur schön gerade. Zieh auch sein Fondor, ne? So, jetzt geht's weiter mit dem Kaiserschmarrn. Digga, dieser Raum ist einfach eine Legende. Ja, das ist eine Delikatesse aus Bayern und der Julian, der feiert das. Ich habe die Eier jetzt schon mal hier vorbereitet, denn mir fällt es relativ schwer, die Eier zu trennen. Wir brauchen für dieses Rezept noch 500 Milliliter Milch, 200 Gramm Dinkel Vollkornmehl und Proteinpulver, glaube ich, oder? Tütchen hier. Dann brauchen wir noch etwas Salz, hier so ein Teelöffel hat er gesagt, hier auch im bayerischen Stil hier. Einfach nur schön, oder? Okay, steht einfach nur auf die Titten. Und wir brauchen noch etwas Zucker hier. Jetzt kommt erstmal 250 ml da rein. Ich weiß ehrlich, mittlerweile gar nicht mehr, wie das Rezept geht. Ich habe das damals selber so zusammengemischt und die Nährwerte waren ganz stabil. Mittlerweile mache ich mir den Act aber nicht mehr. Also im Winter habe ich das, glaube ich, mal nochmal gemacht. 200 Gramm von dem Ei. Leute, das hier passiert, wenn man kein Talent hat. Ich nehme hiervon jetzt was so. Ja, komm, 2 Löffel, damit das auch eine Süße hat. Komm, 3. Oh Bruder, das war ja damals so langweilig, wie der immer gezeigt hat, wie der kocht, Alter. Schaut euch mal diesen Kaiserschmarrn hier an, wie der ausschaut, okay? Also so sieht mein Kaiserschmarrn aus. Seiner. Apfelmus und Co. braucht man nicht. Und wenn ihr jetzt mal auf Google geht, Bruder, das schaut halt einfach komplett anders aus, ne? Meiner sah schon, dadurch, dass er so auf healthy gemacht ist, nicht so geil aus. Aber seiner schaut ja nochmal noch beschissener aus. Heidelbeeren, normalerweise auch Apfelmus. Aber ich habe eine Fruktoseintoleranz, deswegen darf ich das nicht. Aber stattdessen können wir uns ja das Ben & Jerry Eis dazu gönnen. Ist doch eine perfekte Kombi. Ich bin direkt auf Wolke 7, Alter. Ja, das ist Ben & Jerry's Peanut Butter Cups. Einfach das geilste Ben & Jerry's, was es gibt in meinen Augen. Oh, Digga, was geht ab mit diesem Eis? Gönn ich mal hier dieses Stück. Das ist ein ganz anderes Level, ich schwör's euch. Und das kann man sich gut geben.
Das war schön fluffig, ne? Man schmeckt zwar ein bisschen das Vollkorn-Dinkelmehl raus. Das ist zwar nicht ganz so nice, aber ist ja eine kleine Fitness. Man isst das halt eigentlich auch mit Apfelmus, ne? Lieber, aber dafür ist das richtig gut, Mann. Leute, jetzt machen wir was ganz Geiles. Ein bisschen Eis, ein Stück hiervon. Ach, Digga, komm, das überspringen wir einfach. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Mahlzeit. Ich muss sagen, schon mal damals hatte Nico Lifestyle, finde ich, noch mehr so ein bisschen seinen eigenen Style in seinen Videos, ne? Und ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen seinen eigenen Style in den Videos verloren hat. Da habe ich mir gedacht, gönne ich mir einfach mal die Pizza, aber nicht auf normale Art und Weise. Ich gönne mir diese Pizza in der Badewanne, denn der Julian ist bekannt für seine außergewöhnlichen Challenges. Daraufhin habe ich mir gedacht, baust du einfach mal so eine kleine Challenge mit ein. So Leute, Badewasser ist auf jeden Fall eingelassen. Wir haben schon 1.16 Uhr, Digga. Ich komme mir vor wie der Letzte. Ich gehe einfach um 1.16 Uhr an meinem Geburtstag in die Badewanne, fresse eine Pizza und trinke ein alkoholfreies Bier. Muss los. Leute, ich gehe auch mit Anziehsachen hier rein, denn ich habe keinen Bock, dass das Ganze 8 gestellt wird. Und ich möchte auch nicht, dass irgendeine Auge auf meinen geilen Körper macht. Ist mein Arsch, Alter. Und das hält kaltes Wasser rein. Junge, 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 was geht ab? Ich habe das Wasser vor dem Pumpen eingelassen. Das ist ungefähr 2... Okay, dann setzt er sich einmal 24 Stunden Video-Badewanne gemacht, erstmal Pizza in der Badewanne gönnen. Aber da muss man eigentlich tatsächlich sagen, weil ich habe in dem Video auch eher Pizza in der Badewanne gegessen. Also ist jetzt nicht mein täglicher Ablauf, wie ich es mache, aber so auf Unterhaltungsbasis auf jeden Fall nice. Dann kommentiert jetzt mal. Schmeckt echt gut. Das ganze Teil hat auch 50 Gramm Fett, Alter. Das ist echt eine Menge. Nur mit Anziehsachen in der Badewanne ist sowas von komisch. Leute, macht bitte keine Screenshots davon, denn diese Situation ist mir gerade hart unangenehm. Ich sitze hier wie in der Badewanne, Digga. Dass ich das noch erleben darf, hätte ich auch nicht gedacht. Oder? Das ist nicht so mein Fall. Ich habe mal eine Frage, seid ihr eher der Typ, der duschen geht oder geht ihr lieber baden? Also ich bin ehrlich, ich gehe lieber duschen, geht viel schneller und macht mir auch mehr Spaß. Viel Spaß. Los. Und wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, dann folgt mir unbedingt auf Instagram auf Ehrenbruderbasis. So Leute, jetzt geht's weiter mit der letzten Mahlzeit. Wir haben schon 2 Uhr. Ich war noch auf entspannt in der Badewanne und habe es ein bisschen genossen. Meine Mutter hat einfach die gleichen Tortellinis gemacht, die ich gekauft habe. Das heißt, ich brauche nicht extra das Paket aufmachen und ich kann die verwenden auf Ehre. Ein Tipp von mir, um Brokkoli schneller zu garen, macht einfach einen Zehwer nass, legt es drauf und dann packt ihr das Ganze hier in die Mikrowelle für 5 Minuten. So, das wäre jetzt die letzte Mahlzeit für heute. Tortellinis mit dieser leckeren Bolognese-Soße. Hier noch etwas Brokkoli. Dazu gibt es jetzt etwas Parmesan und damit sollen wir nicht sparen, hat der liebe Julian gesagt. Beziehungsweise, das habe ich gesehen. Ja, da war schon gut was drüber. Da war tatsächlich gut was drüber. Das habe ich damals. Ist eigentlich eine sehr einfache, leichte Fitness-Mahlzeit, könnte man fast sagen. Weil da gibt es welche so mit Ricotta gefüllt und mit Spinat oder so. Und die haben dann gar nicht mal so viel Kalorien, relativ viel Eiweiß, diese Dinger. Und kann man sich ganz gut gönnen. Parmesan hat halt sehr viel Kalorien. Brokkoli dazu, bisschen Ei. Geht gut rein. Ich hab's draufgeklatscht. Auf Ehrenbasis. Vor allem diese Bierpulle, wie das einfach aussieht, ne? Da ich das Ganze gerade beim Baden nicht ausgetrunken habe, weil es mir nicht so sehr schmeckt, aber es wäre zu schade, um es wegzuschütten. Deswegen habe ich mir gedacht, gönne ich mir das jetzt nochmal hier zu der Mahlzeit. Wir machen jetzt hier nochmal eine Challenge. Wie real der damals war, ne? Halsschrank besorgt. Wir machen das Ganze wieder auf Zeit. Krass. Junge, das ist so bitter im Nachgeschmack. Das hat so den typischen Alkoholgeschmack, obwohl das alkoholfrei ist. Finde ich überhaupt nicht. Und dieses Scharfe, boah, das mag ich ja. Aber kann ich verstehen, also generell Alkohol oder Bier ist ja schon mal nicht für jedermann. Also kann ich komplett verstehen, wenn Leuten das nicht schmeckt. Manche mögen ja auch keinen Kaffee, das sind halt dann irgendwie Psychopathen. Aber Bier ist okay, Digga, nehm ich an, ist okay. Meine Zeit war 2 Minuten 54. Wir haben jetzt schon 2.45 Uhr, ich bin am Arsch, ich bin müde, ich habe Geburtstag, ich bin 20 und ich frage mich gerade, warum ich es jedes Mal bis in die Nacht hineinziehe. Irgendwie ist das komisch, denn meine ganze Familie, die schläft schon und ich sitze hier und fress noch. Wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt werde ich euch noch sagen, was mir heute am besten geschmeckt hat und was mir nicht so geschmeckt hat. Am besten hat mir heute dieser Kaiserschmarrn geschmeckt mit dem Ben & Jerry Eis. Das war einfach nur
sehr, sehr lecker. Und was hat mir heute am schlechtesten geschmeckt? Mir hat auf jeden Fall am schlechtesten Weizenbier da geschmeckt. Das war nicht so mein Ding. Aber im Großen und Ganzen hat dieser Tag mir echt sehr viel Spaß gemacht. Da waren einige Leckereien dabei, die ich sehr genossen habe. Ist so oder so ein unterhaltsames Video, muss ich sagen. Ich habe es auch da kommentiert. Starkes Video, sogar mit Kaffee am Anfang, Reaktion kommt. Ja, sehr nice. Also der Kaffee am Anfang, wäre der nicht da gewesen, dann hätte mir auf jeden Fall was gefehlt. Auch wenn die Sachen komplett random, also eigentlich nichts damit zu tun hatten, wie ich mich wirklich an einem Tag ernähre, waren es einfach Mahlzeiten, die ich halt gerne esse oder mal gezeigt habe in meinem Video. Ich habe ihm, glaube ich, da sogar noch gesagt, was er essen kann oder sowas, als er selber zusammengemixt, aber so oder so war auf jeden Fall ein witziges Video.